Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Ich zeige euch heute einen neuen 4-Ball-Trick. Ihr müsst dazu natürlich mit 4 Bällen spielen können, denn wenn ihr das noch nicht könnt, werde ich euch das Ganze links oben verlinken. Und wenn man den ganzen Trick kann, dann sieht er so aus. Der ganze Trick nennt sich 5-3-4. Das hängt damit zusammen, dass man einen Ball, also ich werde mit Rechtshänder, als Rechtshänder würde ich mit der rechten Hand wieder anfangen, wie immer. Da wird praktisch der erste Ball, also dann unter der Jonglage, ein Ball, auf der Höhe von 5 Bällen über Kreuz geworfen natürlich. Ungerade Zahl wird immer über Kreuz geworfen. Und dann kurz danach, also gleich danach, hat der andere Ball aus der linken Hand auf Höhe der 3-Ball-Jonglage, also ganz niedrig, auch über Kreuz. Und dann geht es wieder normal mit 4 Bällen weiter. Ich jongliere mit 4 Bällen. Und dann werft ihr einen aus der rechten Hand als Rechtshänder auf der Höhe der 5-Ball-Jonglage über Kreuz hier nach oben. Und gleich danach aus der linken Hand den Ball bei der 3-Ball-Jonglage hier niedrig rüber. Also den so und den so. Das sieht dann so aus. Also mit 4 Bällen jonglieren. Den einen 5-Ball-Höhe, den anderen 3-Ball-Höhe. Ich werde das Ganze jetzt in meinem Zeitlupe einblenden. Wenn es da noch Fragen gibt, schreibt einfach in die Kommentare, werde ich euch auf jeden Fall weiterhelfen. Vorschläge, Anregungen auch in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Samstag um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.